Recht herzlich willkommen zur 61. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind unterwegs in diesen Landen. Ist da unser Milos? Nee, das ist er nicht. Ist er da? Milos, bist du das? Mirko ist er. Haben wir den Milos gelassen, ne? Bejim. Habe ich jetzt was verpasst? Da unten ist er, oder? Nee, ist er auch nicht. Wo ist Milos? Durchblättern kann man die auch nicht, oder? So, da in Thessaloniki. Ja, da ist er. So, wir brauchen 300. Schon Sag unterwegs. schon, 300 Getreideäpfel Antalya. So, lass mal laufen. Antalya ist da. Die brauchen 300 Getreide. Dann gehen wir da mal hin, ne? Also, noch nicht jetzt direkt, sondern wir müssen erst das Getreide kaufen. Dafür müssen wir gucken, wo wir das kriegen, aber hier wird das irgendwo sein. Ich denke mal, hier könnte das auch sein. Getreide da, guck an. So, was können wir hier verkaufen? Das macht einen ganz guten Eindruck, oder? Salz 110, 112. 73, wir haben es noch teurer, auch da teurer, auch da ist gleich, da. Na, da geht's dann auch gleich runter. Drei davon weg. Was haben wir denn Platz auf dem Wagen? Zu wenig. Dann würde ich jetzt fast sagen, lass uns Sehr mal wohl. weitergehen. Was hat Bursa zu bieten? Die haben auf jeden Fall das hier unten und das macht einen ganz guten Preis mit 630. Nehmen wir einen mit. Ist ja nur einer, aber ist. Ah, komm, 16 runter. Ah, der Fisch ist gleich schon so. Wollen wir auch nicht anfangen. Hier geht was beim Tuch. 75. Das lohnt nicht. Können wir aber so machen. Das machen wir so. Ja, Getreide ist hier nur 81. Zum Preis von 46. Ich glaube, das lohnt nicht. Mit Gehen wir nach Freude. Izmir. Oh, das waren Bären. So, hier wird es wohl billig sein, ne? Das können wir teuer verkaufen, das eine. Ah, 120 geht was. Ja, komm, zack. Runter damit vom Wagen. 91 und 80. Der Fisch geht auch ein bisschen. Hier geht mehr. Und da ist es gleich. Da geht ein bisschen. Lassen wir so. Und jetzt müssen wir hier 300. Komm. Na, 288 ist zu wenig. Jetzt haben wir mehr. So, dann einfach nach Antalya hin. Und Ausgeschlossen. dann. Ziel muss eine Stadt sein. Ah, okay, jetzt haben wir es dann doch geschafft. Bautrupp von Eudokia. Okay, das waren die 300 und dann ist das schon erledigt, ne? So. Bitte. Schicke einen Händler mit 300. Was hat man denn da gerade auf dem Wagen drauf, Oder muss das unbedingt Programm sein? Ja, wahrscheinlich dann, Mit ne? Nun Freude. fahren wir wieder nach Izmir zurück. Das ist ja wieder voll schlau, ne? Route planen. Route kopieren. Einheit auflösen? Ne, ich würde gerne die. Linksklick statt hinzufügen. So, jetzt haben wir das. So, das ist schon okay. Jetzt müssen wir nur da 300 nochmal kaufen. Und dann Route Route aktivieren. aktivieren. So, jetzt fährt er da alleine rüber. Vielleicht ist es das, was wir wollen. Ja, jetzt ist es nur noch 254, weil der Löwe da war, oder was?
Was handelt der selber da? Hab ich irgendwas falsch verstanden an dieser Aufgabe? Der Weg über Jerusalem führt über Untalja. Das ist doch Getreide, oder? Ja. Ach, da gibt's noch mehr. Ne, was bisher geschah, das ist alles unwichtig. Ja. Mit Freude. Route deaktiviert. Komm nochmal zurück, weil wir haben nur noch 254 auf dem Wagen. So, jetzt nochmal nach da. Verstehe ich jetzt nicht, warum es so nicht funktioniert oder so, aber nö, ist halt so. Ah, auch schön, ne? Wohlbehalten erreicht das Getreide die byzantinische Grenze und es folgt der gefahrvolle Weg über Land. Die Karawane wähnt sich schon am Ziel, als das geschieht, was alle befürchtet haben. Seldschukische Reiter überfallen den Handelszug und zwingen den byzantinischen Händler vor ihren Sultan. Nachdenklich verfolgt der ergraute Anführer den Bericht seiner Leute. Doch dann bittet er den Händler um Entschuldigung für den Überfall und schenkt ihm die Freiheit. Der Versorgung von Hungernden will der Sultan nicht im Wege stehen und er bekundet seinen Respekt für dieses mildtätige Unterfangen. Doch erst als der Händler mit einem Geschenk des Sultans in Sofia eintrifft, erkennt Leon, es stammt von Sultan Rahib, von mir, dem weisen Feldherrn, aus dessen Büchern der junge Fürst schon so viel lernen durfte. Mein Sohn, ich habe von dem Überfall vor den Toren der heiligen Stadt erfahren. Der Sultan mag sich dieses Mal gnädig gezeigt haben, doch bedenkt die Bluttaten, die seine Krieger in Persien vollzogen. Wir müssen Stärke zeigen, bevor uns diese Heiden überrennen. Wir brauchen einen Brückenkopf. Okay, das ist die Aufgabe dann. Ja, wir brauchen eine Stadt zwischen südlich von Konstantinopel und südlich von Konstantinopel und östlich von Antalya. Ja, das wäre ja hier irgendwo dann, ne? Ich glaube, da marschieren wir jetzt mal gerade mit unseren Truppen aus Sofia lang. Wo war Sofia? Ein bisschen tiefer. Und gucken mal, wie die Luft da so ist, oder? Wir reiten los! Und wir sind hier eigentlich mal. Da sind Bären, da sind auch Bären, die sind da unterwegs. Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Treffen uns, dann machen wir da die Bären mal platt, oder? Wenn wir das dann überhaupt schaffen, ich weiß ja nicht, wie viel es sind, ne? Okay, sind nicht so viele. Und da kommt noch eine Abteilung Bären. Sind es ein paar mehr, aber trotz alledem kriegen wir die hin, oder? Was war da? Zelt. Noch mehr Bären. So gut wie da. Oh, da sind aber viele Waren jetzt, ne? Auf! Okay. Wir reiten los! Ja, hier ist unsere eigene Ware, glaub. So gut wie da. Okay, Geld finden wir gerade unterwegs, ne? Oh, stopp, da ist noch mehr. Das holen wir uns auch noch. Oh, da blinkt schon. Da sollen wir wohl eine Stadt machen, ne? So gut wie da. Aber erstmal da gucken, wie es denn geht, ne? Also, Kriegsnebel kriegen wir weg, ja. Wir reiten los! So, da müssen wir dann eine Stadt gründen.
Aber ich würde gerne erstmal ein bisschen hier gucken. Das ist gleich nicht alles so schlecht. Hier ist es mehr, oder? Nee, doch nicht. Gucken wir mal so ein bisschen. So gut wie da. Was ist das hier? Pferdebogner. Ziel nicht erreichbar, der Pferdebogner. Auch wird interessant. Nicht lang dauern. Okay. Banditenlager. So gut wie da. Von den Türken. Versteck wird belagert. Okay. Oh, reichlich Banditen, ne? Aber ich glaube, wir kriegen gerade die Überhand, oder? Ja. Dann lass uns das mal gerade machen. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, da erstmal frei zu machen. Und sonst wären wir nämlich ganz schlecht mit den Banditen unterwegs gewesen, gehe ich von aus. Klappt, oder? Ja, jetzt sind wir doppelt so viel. Nicht ganz, aber fast. 100 Leute noch. Ja, geht wohl. Längste Zeit waren die da. Aber Truppen können wir nachbauen, das funktioniert sonst nicht. Ja, dann gehen wir gerade da hoch nach Sofia. Und können wir schon mal da reingehen. Die bauen. Zweimal. Bogenschützen. Zweimal. Und die auch. Naja, geht nur einmal jetzt, ne? Die hätten wir auch noch gerne. Funktioniert nicht. Lassen wir so stehen. Banditen sind gleich kaputt. Einer noch. So. Und jetzt geht hier die Belagerung los. Versteck wird belagert. 12%. Oh, hört sich gut an, ne? Automatisch. Okay. Na, das läuft aber erstmal. Das müssen wir so laufen lassen. Gut. Was machen wir dann? Oh, hier sind auch noch ganz viele Bahnen, ne? Und da sind schon wieder Bären. Tatsächlich, das gibt's doch gar nicht, oder? Da ist gerade ein Jingle gewesen, ich weiß aber nicht wo. Ach so, weil wahrscheinlich hier die erste Einheit fertig ist, ne? Axtkämpfer. Die schicken wir mal dahin. Oh, da sind neue Banditen gekommen. Diesmal sieht's schlechter aus, glaube ich. Ich glaube, die Axtkämpfer schaffen auch nicht in der Zeit dahin, oder? Naja, sieht nicht gut aus. Zweite Einheit. Komm, los. Sicher. Machen wir dahin erstmal. Ja. Die andere Einheit ist zu spät. Vier, drei, zwei. Eins. Keins. Ah, der hält noch relativ lange, war der. Auf geht's! Ja, wir haben nicht so viele Leute wie die, wenn wir mal wieder Banditen haben, ne? Krass, oder? Ja, das bedeutet, die einer da stehen lassen und erstmal die anderen nachrücken lassen. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, genau. Ja. Auf geht's! Machen wir! Gut, wir brauchen mindestens zwei Einheiten, um die angreifen zu können, denke ich mal. Aber ich glaube, wir warten, bis da noch mehr fertig werden.
Wir haben ja noch ein paar im Auftrag und dann würde ich sagen, oh, war es jetzt da? Ja, es war da. Warum war da jetzt so ein toller Jingle? Ach, diese haben die Bären wahrscheinlich da angegriffen jetzt gerade, ne? Das ist schlecht. Dann müssen wir die unbedingt verstärken, damit das klappt. Da ist noch einer durch. Die kommt auch noch nach da. Klappt aber hier nicht, ne? Oder? Ah, die Axtkämpfer kommen da noch. Könnte klappen, ne? Sieht ganz danach aus. Knapp, aber funktioniert. Ja, die Bären werden wir kaputt schlagen. Gut, aber ich würde sagen, das schauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.